Gera, im Osten von Thüringen. Die Corona-Krise hat auch hier das öffentliche Leben lahmgelegt. Besonders betroffen sind die Kulturbetriebe. Das städtische Theater ist seit Mitte März zu. Fast alle Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Auch die Kostümabteilung musste dicht machen. Deren Leiterin Cornelia Möckel ist seit 30 Jahren am Theater. Aber so etwas hat sie noch nie erlebt. Sehr schön. Die Schneiderinnen sind alle schon nach Hause geschickt worden. Wir dürfen unsere Produktion ja jetzt erstmal nicht fertig machen, weil zu viele Personen auf engstem Raum sitzen. Und das ja gerade nicht günstig ist in der Corona-Zeit. Wir wissen auch noch nicht Premieren, wann, wie finden sie überhaupt statt. Also sie werden wohl alle nachgeholt, aber wann ist noch, es spielt ja im Moment auch kein Theater irgendwie. Theater. Es geht ja schon im Zuschauerraum los, dürfen wir nicht zu eng sitzen. Doch Ausruhen kommt für sie nicht in Frage. Zusammen mit Manuela Brautsch, der Frau des technischen Theaterdirektors, startet sie eine außergewöhnliche Aktion. Aus diesen gespendeten Stoffen wollen sie das nähen, was gerade überall dringend gebraucht wird. Masken zum Schutz vor dem gefährlichen Virus. Der Arbeiter-Samariter-Bund hatte sich hilfesuchend an sie gewandt. Für den ersten Prototyp gibt es schon eine konkrete Idee. Und schau mal, das habe ich mir jetzt schon mal zu Hause ausgedacht. Ich habe schon mal, also so habe ich gedacht, sehen sie aus, wenn sie fertig sind, laut dieser Plastemasken, die es ja. Also die Originalmaske hast du auch dann als ja, Vorlage genommen. Ich habe jetzt hier mir ein Faltmodell gebastelt. Also das ist eigentlich der obere Stoff und das kleinere kommt innen rein. So, und das einmal übereinander genäht, das hier und dann rumgewendet und dann nochmal durchgesteppt eigentlich. Na, ich nähe das jetzt mal, ich gucke gleich mal, wie es geht. Improvisation ist alles in der Krise. Fäden ab. Und zwar, du kannst auch erklären, wo oben ist. Da oben ist da. Ja. Also so. Ich habe meine erste Maske, schön. Und die Länge der Gummibänder, also ich, 20 Zentimeter. Bei mir Zentimeter. Ist es gut, aber ich könnte mir vorstellen, bei den Männern könnten die schon die Gummis länger sein, bei den Männern. Also bei mir ist es gerade, passt richtig gut. Ein paar Straßen weiter beim örtlichen Arbeiter-Samariter-Bund wartet man schon sehnsüchtig auf die begehrten Masken. Mehr als 1000 Menschen sind in Thüringen schon mit dem Coronavirus infiziert. Für die Mitarbeiter des ASB wird die Arbeit in Alten- und Pflegeheimen immer gefährlicher. Geschäftsführerin Anke Krause steht vor einem Problem. Ohne Mundschutz kann sie die Versorgung nicht mehr gewährleisten. Wir wollten einfach nicht warten, bis unser medizinisches Einwegmaterial zu Ende geht. Und ich muss dann auch Angst haben, dass die Mitarbeiter mir erklären, sie kommen nicht mehr auf Arbeit, weil wir ihnen nichts mehr zum Schutz geben können. Und das wäre eine noch größere Katastrophe. Im benachbarten Greiz haben sich inzwischen mehrere Mitarbeiter in der Tagespflege angesteckt. Schutzmasken gibt es momentan fast nur noch auf dem Schwarzmarkt zu Wucherpreisen. Weil diese gespendeten Stoffe in der Schneiderei des Theaters für den großen Bedarf wohl nicht reichen werden, kommt den Frauen eine weitere Idee. Im Depot lagern noch tausende Meter edles Tuch. Doch nicht alles, was glänzt, ist auch für eine Zweckentfremdung als Schutzmasken brauchbar. Ich suche jetzt nach Baumwollstoffen, die man obendrauf verwenden kann, was Glattes, Kochbares, was ich entbehren kann und was man einfach mit dazu tun kann zum Verarbeiten. Also wie hier haben wir jetzt gerade vorbereitet eigentlich, das sollte Da Vinci werden, unser neuer Ballettabend. Hätte eigentlich im Mai Premiere, was jetzt ein bisschen wackelt. Und ja, das sind natürlich hier wie Samte und so, das geht natürlich für Mundschutz gar nicht. Ne? Also das... Das kann man halt nicht in die Kochwäsche tun, ich glaube einmal und dann war's das. Nee, ist glaube ich auch nicht der Schutz. Aber einiges findet sich. Doch wer soll das alles zu Masken vernähen? Vorhang auf für die Schneiderinnen. Für sie war der Arbeitsstopp im Theater ein Schock. Und plötzlich heißt es, oh, das war's, ihr dürft nicht mehr kommen. Dann ist das halt schon eine schwierige Situation für uns Näherinnen. Und wahrscheinlich für die Gewandmeister genauso, eigentlich für alle im Theater. Dem Hilfsprojekt hat Nicole Gerber-Schlegel sofort ihre Hilfe zugesagt. Andere Kolleginnen nähen dafür bereits von zu Hause. Ah, Nicole, so schön, dass du da bist. Ja. Denk dran, wir müssen Abstand halten. Ja. Hallöchen. Den Stoff würde ich dir jetzt mitgeben. Ja.
Das haben wir jetzt nochmal als Maske ausprobiert. So okay. sollen sie werden. Da kommst ja. du doch eigentlich klar, ne? Also so mit den Maßen, innen ein bisschen Moltung rein, außen ja. würde ich jetzt denken, blau. Ja, Gummi dann nehme ich mir das passende mit. Ne? Ich denke, nimmst du das? Ja, das gerne. Ist, und ich weiß jetzt nicht, Gummi? Bräuchte ich. Gummi brauchst du? Ja. Also Gummis ist bei uns ein großes Problem. Wir haben schon ganz viel von uns jetzt aufgebraucht. Es gibt auch im Moment keinen mehr. Ich habe schon die Firma angerufen, die können nicht mehr liefern. Also alle wollen nur noch Gummi, Gummi, Gummi. Wir haben jetzt einen Aufruf gestartet, wer Gummi noch zu Hause hat, vielleicht irgendwie von einer Oma, die näht oder wie auch immer, haben wir jetzt schon Gummis noch gespendet bekommen. Ich gucke gerade hier. Also ja, das sind dann hier solche kleinen Kistchen, Geschenke für uns. verwenden wir jetzt alles mit. Ich denke mal, so 30 am Tag wäre drin, dass ja. er das schafft. Ne? So. Na klar. Gut, schön, dann machen okay. wir das so. Ich ja. danke dir schön, ja, Nicole. Bitte, gerne. 2 Stunden später im Zentrum von Gera. In ihrer Altbauwohnung im 2. Stock macht sich Schneiderin Nicole Gerber-Schlegel sofort an die Arbeit. Nach dem Reißen des Stoffes heißt es jetzt genau Maß nehmen. 23 x 17 cm sollen die Schutzmasken am Ende abdecken. Dazu braucht es dann noch 20 cm Gummi. Für die Damenmaßschneiderin ist das eine völlig neue Erfahrung. Also normalerweise bin ich Damenschneiderin und nähe Kostüme für Damen. Unter anderem große Gewänder, wie was wir eigentlich im Moment nähen würden. Ja, oder so was ich privat nähe, Rokoko-Kostüme. Mhm. Aber können handgeschneiderte Masken aus Theatertextilien wirklich vor einer tödlichen Krankheit schützen? Klar ist das jetzt keine Maske, die man im Klinikbereich einsetzen könnte oder was man als Bedarf dort ziehen kann. Aber ich finde, es ist immer noch besser als nichts. Und wenn ich da mit ein paar Leuten eine Sicherheit oder irgendwas geben kann, dann mache ich das gerne. Wie viele Schneiderinnen sitzen denn jetzt so wie Sie zu Hause und machen das? Ja, 10 würde ich schon sagen. Also eigentlich unsere gesamte Schneiderei, also Herren und Damen und wie ich heute mitbekommen habe, auch noch unsere Ankleiderinnen, also die nähen können, alle mit vereinten Kräften. Und mit vereinten Kräften wird das spontane Theaterprojekt auch zu einem richtigen Erfolg. In der Verwaltung des ehrwürdigen Festspielhauses sind schon nach kurzer Zeit eine Menge Schutzmasken eingetroffen. Der technische Direktor kann kaum glauben, wie schnell seine Schneiderinnen geliefert haben. Haben Sie ein fleißiges Lieschen wieder ja. genäht? Wie viel haben wir ungefähr jetzt, schätzungsweise? Ich denke jetzt mal noch mal 500 bestimmt. Echt? Ja. Wahnsinn. Also es läuft gut. Aber unser Problem ist immer noch das Gummi. Es gibt Gummi, 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 Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Also wer hätte das geglaubt, dass man mal kilometerweise haben, ja. Schlupfergummi brauchen. Trotz aller Freude über die gelungene Hilfsaktion, die Theaterleute plagt die Sorge, wie es mit ihrem ausgesetzten Spielbetrieb weitergeht. Die Ungewissheit bereitet ihnen schlaflose Nächte. Wir haben seit 14 Tagen, 3 Wochen keine Einnahmen mehr. Null. Es geht aber anderen Theatern genauso, allen Theatern so. Und da geht es uns noch gut, als da wir ja Träger haben, die uns finanzieren. Schlimm trifft es die freien Künstler. Ganz schlimm. Und die Veranstaltungstechnik, die freie Veranstaltungstechnik, die praktisch von den Aufträgen abhängig sind, die trifft es ganz schlimm. Da geht es uns noch gut und deswegen sehen wir uns auch in der Pflicht, hier was zu tun. Zurück in die Wohnung von Schneiderin Nicole Gerber-Schlegel. Die steht mit ihrer ersten selbstgemachten Schutzmaske kurz vor dem entscheidenden Moment. Die Anprobe. Top oder Flop? Natürlich jetzt der Vorführeffekt, dass die zu kurz ist. Und? Wie ist das erste Exemplar? Na, schlecht. Weil die Gummis viel zu kurz sind, weil die hier viel fester sind als die anderen. Das sind wahrscheinlich welche, die schon ganz lange liegen. Und jeder hat eine andere Reihe. Mehr hätten wir vorher probieren müssen. Das ist eben jetzt das Problem. Und dann stimmt das Maß nicht, weil jeder anders ist. Der ist viel weicher und der ist viel härter. Aber hier geht es ja ums Wesentliche eigentlich.
Ja, aber es muss ja auch funktionieren. Also was nützt mir das, wenn ich was mache und es dann aber trotzdem niemandem nützt und es nicht funktioniert, weil es keiner hinter die Ohren bekommt? Das ist, ja, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Naja, aus Fehlern wird man klug. Also wird einfach der Gummi bei den nächsten verlängert. Ja. Hm. Aller Anfang ist schwer. Aber noch nie wurde ihr Handwerk so geschätzt wie jetzt. Derweil kümmert sich René Brautsch im Theater um die Auslieferung der fertigen Masken. Ah, super. Eins wie das andere. Klasse. Na da, schnell zum ASB. Denn dort wartet man sicher schon auf die wertvollen Stücke. Ich muss wirklich los. Weil er noch Krisengespräche zur Zukunft des Theaters führen muss, übernimmt seine Frau den Fahrdienst. Maneda, ich kann jetzt nicht mitkommen. Übergibst du die heute? Das schaffe ich nicht. Ich habe noch einen Termin. Die 48-Jährige organisiert seit Jahren ehrenamtlich Hilfsprojekte. 10 Minuten später. Ankunft vor dem Seniorenpflegeheim Grüner Weg des Arbeiter-Samariter-Bundes. Geschäftsführerin Anke Krause kann es kaum erwarten. Hallo, Frau Krause. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Hallo, Frau Brautsch. Hallo, keine Hand. Hallo, ein bisschen ab. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich habe eine große Lieferung für Sie. Das ist ganz toll. Und die kann sich wirklich sehen lassen. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das sind jetzt 240 Stück. Seit Freitag. Genau. Wie viele Näherinnen haben dort mitgewirkt? 20 ungefähr. 20 Frauen. Das sind die 240. Und, ich bin echt beeindruckt. Ne? Die und einige Arbeit. Sind auch mit längeren Bändern für Männer. Sollen die Sanitäter einfach mal ausprobieren? Das kann man echt nicht wieder gut machen, ne? Was sie hier leisten. Das rührt mich sehr, muss ich sagen. Ne? Also wir hatten ja diese Idee oder diesen Gedanken, weil aus der Not heraus mussten wir irgendwo jetzt was initiieren. Und das ging jetzt so sensationell schnell. Wir haben am Freitag uns das erste Mal zur Übergabe getroffen. Da hatten wir schon mal über 200 Mundschutzmasken bekommen. Und jetzt in der kurzen Zeit haben sie die nächste Ladung hier mit über 200 Masken. Das ist sensationell. Also, ja, also wir freuen uns auch super, dass das so schön geklappt hat. Im Gegenzug haben wir dann auch noch Spenden entgegengenommen. Jede Menge Gummiband und so Stoff. So viel. Das ist echt toll. Das reicht noch genau, für eine das Weile. Das Thema hatten wir heute. Insofern. An Gummis fehlt es wirklich gerade. Toll. Damit ist der Nachschub für die kommenden Tage gesichert. Lieben Gruß an die fleißigen Näherinnen, vielleicht mit. Genau, das ist Gold. Das Gold der heutigen Zeit. Mission erfüllt, zumindest für heute. So, tschüss. Ich danke Frau Krause. Ihnen. Uneigennützige Hilfe in der Not. So kann solidarisches Miteinander funktionieren. Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise. Die spontanen Helfer vom Theater in Gera. Sie haben sich nicht nur großen Respekt, sondern auch einen langen Applaus verdient.